Ja Leute, ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Super Mario Galaxy 2. Man könnte ja eigentlich meinen, wir sind mit dem Spiel fertig, denn alle 120 Powersterne sind gesammelt. Was sollen wir groß noch machen? Tja, wir haben beim letzten Mal den letzten grünen Luma freigeschaltet, der sich hier jetzt befindet, nachdem wir eben den letzten Stern gesammelt hatten. Und der hat schon eine ganz, ganz wichtige Message für uns. Auch wenn alle Powersterne geborgen sind, muss der Unhold erneut besiegt werden. Sonst werden wir die Raumphantome niemals zu Gesicht bekommen. Ja, und um diese Raumphantome freizuschalten, müssen wir eben ein zweites Mal Bowser besiegen. Ja, und damit ich euch das erspare, werde ich das Ganze kurz mal cutten und wir sehen uns gleich wieder. So Leute, wir sind am Endscreen angelangt und ganz ehrlich, das sah mega komisch aus mit Luigi. Ich sag's sowieso, ich habe das Ganze nämlich jetzt mit Luigi durchgespielt. So, und jetzt öffnet sich eine neue Cutscene. Ach wie gut, jetzt sind alle versammelt. Als nächstes möchte ich euch eine Geschichte über die Wunder des Kosmos erzählen. Es ist die Sage der Grünsterne. Dies ist eine Geschichte, die seit langer, langer Zeit erzählt wird. Ja, und genau diese Geschichte dürfen wir jetzt erleben. Aufgepasst! Schabernack-Kometen sind aufgetaucht. Und ich sag's euch jetzt schon mal, es sind nicht wenige, die aufgetaucht sind. Also, wir sind wieder am Titelbildschirm. Aufgepasst, Leute. Rein geht's. Die Jagd auf die Grünsterne kann beginnen, so heißt jetzt auch der neue Titel. Wie weit du gekommen bist. Ich habe Neuigkeiten. Im ganzen Universum wurden sonderbare Schabernack-Kometen gesichtet. Das solltest du dir mal ansehen. Ich wechsle ganz kurz nochmal auf Mario, denn wir starten die ganze Geschichte natürlich eben mit unserem eigentlichen Homeclap, ne? Und ich werde euch danach noch kurz erzählen, was ich eigentlich so komisch fand, jetzt das Ganze mit Luigi kurz nochmal durchzuspielen. Also. Das passiert nämlich jetzt. Wir sind noch keineswegs am Ende. Oh, wie interessant. Ein grüner Schabernack-Komet. Weil diese Grünsterne so selten sind, sind sie auch unter dem Namen Raumphantome bekannt. Jetzt, wo wir sie gesichtet haben, willst du sicherlich gleich beginnen, die Grünsterne zu ergattern, oder? Bestimme den Kurs, Steuermann. Ja, Leute, und Fakt ist, es sind nicht nur ein paar Grünsterne einfach nur so, sondern es sind fucking 120, die jetzt gespawnt sind. Ja, allein schon in der ersten Galaxie gibt es drei zu ergattern. Und was ist an diesen Grünsternen so besonders? Ganz einfach. Sie sind komplett random verstreut. Also es gibt keine genaue Zielaufgabe, wie man diese Grünsterne ergattern kann, sondern sie sind einfach irgendwo versteckt. Also man kann sagen, so ein bisschen wie Kometenmünster. Nicht mehr und nicht weniger. Sie haben auch keinen Titel, meistens immer nur, also sie heißen immer nur Grünstern 1, 2 und 3. Man muss natürlich immer darauf achten, man kann sie teilweise auch schon im Übersichtstrailer sehen. Jetzt in dem Fall noch nicht, aber relativ häufig kommt das sogar mal vor. Ja, und unsere Aufgabe ist es einfach jetzt, die komplette Galaxie bis aufs kleinste Detail abzusuchen und, ja, eben diese Grünsterne zu sammeln. Ja, wie eben die genau versteckt sind, das werdet ihr eben dann sehen, wenn wir den ersten gefunden haben. Ja, das heißt, wir müssen... Ich höre den ersten sogar schon. Wenn man nämlich einen hat, dann, oder wenn einer in der Nähe ist, hört man das immer an diesen Sound. Das ist so ein kleines Funkeln, kann man sagen. Ich schau kurz mal. Da oben ist der erste. Ja, das bedeutet natürlich, die Jagd nach den Grünsternen, die wird relativ schnell gehen. Also ich nehme so 10 bis 15 Grünsterne pro Part, by the way, vor. Manche sind ein bisschen schwieriger oder man muss ein bisschen, ich sag mal, länger danach suchen. Andere sind eben relativ schnell, so wie dieser hier jetzt. Also der hat ja nicht mal eine halbe Minute gedauert, in der Hinsicht. 32 Sekunden, okay, gut. Ein bisschen mehr als eine halbe Minute, aber ich glaube... Das können wir noch toppen. Also 32 Sekunden ist, by the way, nicht das Schnellste, was wir erreichen werden. Ne? Ich glaube, es gibt sogar Grünsterne, die gleich direkt am Anfang sind, wo er einfach nur kurz zurücklatschen muss und dann taucht er schon auf oder so. Ja, also was wollte ich jetzt von vorhin eigentlich erwähnen bezüglich der Sache mit Luigi? Ich habe mit ihm das Ganze mal durchgespielt und ganz ehrlich,
Dann bei den Stuff Credits als auch bei dieser Storybuchline ist halt, naja, einfach nur die Mario-Textur gegen die Luigi-Textur ersetzt worden und ansonsten halt nichts. Also das Ganze ist halt schon, finde ich, nicht irgendwie was Besonderes gemacht worden für Luigi. Nee. Es wurde irgendwie so erzählt, als wäre Mario gar kein einziges Mal aufgetaucht in dem Spiel. Es hat wirklich Luigi alles gemacht. Das hat auch Rosalina so by the way erwähnt. Ich meine, ja, okay, gut. Wir wissen, dass es anders ist, aber trotzdem, es ist halt, ich finde, ein bisschen einfallslos gewesen. So, jetzt muss ich kurz überlegen, wie haben wir das nochmal ursprünglich gemacht? Ich glaube, man musste einfach nur aufs Dach. Und dann konnte man schon weiter. Ja, und spätestens hier hätte man den Grünstein, by the way, dann gesehen. Nein, nicht wieder zurück. Alles klar. Puh, du hast mich gerettet, aber der Unhold ist geflohen. Ach so, okay. Habe ich gerade echt ernsthaft die Cutscene übersprungen? Weil, warum sagt ihr mir das erst jetzt? Ich glaube, ich sollte vielleicht nicht allzu schnell machen, weil ansonsten könnte es passieren, dass da eventuell die Galaxie broke wird. Okay, so schlimm wird es nicht sein, aber man weiß ja nie. Glitches sind so eine Geschichte. Nee, keine Sorge, wird schon nicht passieren. So, der nächste Grünstein. Wo wird sich der befinden? Ich höre ihn Stand jetzt noch nicht. Kürz mal kurz ab. Wobei, jetzt höre ich was. Ich habe so eine Befürchtung. Ist der da unten? Nee. Okay, ich höre es auf alle Fälle, aber wo? Hallo, wo? Da unten, ne? Wo denn? Ach, da oben! Hä, aber warte mal, wie? Einfach nur hier hoch und that's it, oder was? Achso, nee, das ist hinten beim Abgrund. Ja, genau, das sind diese Grünsteine, die ich gerade meinte, die einfach nur über dem Abgrund sind. Und wenn man da daneben springt, dann hat man halt ein Problem. Ja, da hinten sieht man den Funkeln. Also einfach runter da. Alles klar. Aber dass man den schon so von so weit weg hört, das hat mich jetzt schon ein bisschen überrascht. Ich meine, spätestens, selbst wenn ich ihn nicht gehört hätte, spätestens beim Hochklettern, wäre mir das Funkeln im Hintergrund aufgefallen und somit, ja, ist auch der, glaube ich, ganz einfach gewesen. Also, jetzt fehlt nur noch der Letzte in der ersten Galaxie. Und der wird wahrscheinlich irgendwo ganz am Ende sein. Natürlich sind die Grünsteine halt immer nach der Reihenfolge sortiert. Also, es kann auch sein, wenn man vielleicht mal den Grünstein übersieht, zum Beispiel den ersten jetzt, und man sammelt versehentlich einen zweiten ein, dann wird das natürlich auch als der zweite angezeigt. Also, es ist jetzt nicht so, dass, wenn man jetzt den ersten antippt, dass nur der erste da ist. Nee, es sind eh alle drei da. Wobei, es kommt natürlich drauf an, in welcher Mission das Ganze versteckt ist. Hier sieht man gerade, es ist eine andere Mission. Genau, das war das mit den Kettenhunden. Ja, ich kürze einfach wieder ab. Let's go. Oder, ach so, scheiße, das stimmt ja. Abkürzen geht hier gar nicht. Weil der, genau, da unten musste man ja die Kettenhunde besiegen, damit man den Kerl befreien kann. Ich kann mich schon erinnern. So, und jetzt ist meine Treffsicherheit gefragt und ich treffe einfach nicht. So, jetzt. Waren es die Kettenhunde oder waren es die Kisten? Ne, Blödsinn, es waren gar nicht die Kettenhunde, es waren die Kisten, die ich machen musste. In irgendeinem war da schon ein komischer Schlüssel drin. Okay, doch, es waren doch die Kettenhunde. Gut, ich sag nichts mehr, Leute. Ich habe eh keine Ahnung von dem Ganzen. Ich meine, ist ja nicht so, als ob das schon eine halbe Ewigkeit her ist, aber trotzdem. So einfache Sachen hätte ich mir schon erwartet, dass ich mir die merke. Ja gut, okay, bei dem Grünstein bin ich mir jetzt aber... Ich glaube, ich höre ihn schon. Wait? Ja. Okay, hier nicht mehr. Hier. Hä? Ach, da unten. Ja, da leuchtet er. Okay, passt. Also wir müssen doch in die ganze Geschichte hier rein. Ach,
Ach, meine Güte. Wo war denn da der Eingang von dem Ganzen? Da ist er. Ja, aber das ist genau die Passage, die ich ehrlich gesagt an der ersten Galaxie nicht so mag. Natürlich die, wo der Grünstein dann ist. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich halt nicht ver... Okay, hier ist es schon ganz nah. Ja, ja, da vorne. Verdammt. Der Hecht hat nicht funktioniert, so wie jetzt. Ruck und Hammern. Ist aber ein schöner Einstieg gewesen in die ganze Geschichte mit den grünen Sternen. Übrigens, ich habe vorhin, glaube ich, 10 bis 15 Grünsterne gefangen. Okay, ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben. 10 Grünsterne reichen auf alle Fälle aus. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Gut, also, erste Galaxie abgeschlossen. Stern-Yoshi-Galaxie. Es könnte, also ich sage auch an dieser Stelle, es wird wahrscheinlich gar nicht mehr so unwahrscheinlich sein, dass wir vielleicht auch das ein oder andere Mal mehr cutten müssen, denn ich würde es schon gerne der Reihe nach machen, aber dass ich halt wirklich alle instant finde, das glaube ich einfach nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Ich habe hier jetzt schon wieder in der Übersicht den Ding gehört. Mars funkeln gehört. Das heißt, irgendwo da in der Nähe vom Yoshi muss gleich der Erste sein. Hätte ich beide wohl auch so vermutet. Wir schauen... Da oben. Da oben einfach. Ich glaube, da kommen wir ohne Yoshi gar nicht hin. Autsch, Kamek! Das ist nicht so gemeint gewesen. Nein. Bitte, bitte nicht. Bitte nicht. Ich hasse dich zwar, aber ja. Trotzdem, lass mich in Ruhe. Ja, ich glaube, man kommt dann nur mit Yoshi hoch, oder? Ja, so ist es auch. Also da, wo die Kometenmünze ist, ist auch der Grünstern. Ja, stimmt das so? Hä? Achso, okay, ich komme doch ohne... Ah, warte, ich glaube, ich brauche ihn trotzdem, weil so hoch kann ich nicht springen. Trotzdem mies. Hä? Okay, jetzt. Jetzt muss ich zwar Yoshi gerade ganz kurz fallen lassen, aber ja. Muss ich mich halt ohne ihn freuen. Ich meine, Yoshi hat noch genug Möglichkeiten, um Grünstern zu sammeln, keine Sorge. Ja, es gibt ja so viele Galaxien in dem Spiel, da passt das. Ja, auch das war wieder ein schnellerer. So kann es weitergehen. Ja, ich weiß, es ist natürlich jetzt etwas unspektakulär, wie ich das Ganze kommentieren soll, aber ich muss halt sagen, so gute Themen kannst du hier gerade gar nicht anschneiden, denn du musst halt immer wieder gespannt auf alles achten, ne? Damit du halt ja nichts übersiehst. Denn manchmal sind das eben so die ganz kleinen Kleinigkeiten. Ne? Es muss halt nicht mal sein, dass du ihn siehst, manchmal muss man einfach nur hören. Und wenn ich halt in irgendein Thema vertieft bin, wie gerade vorhin mit dem Luigi-Ding, mit dem Abschluss, ja, da habe ich ehrlich gesagt schon ein bisschen Angst. Keine Sorge, ich werde mich daran gewöhnen. Das geht relativ schnell. Also, zweiter Grünstern. Aber ich kann trotzdem mal wieder ein Thema anschneiden, denn eventuell habt ihr es ja gemerkt. Ich habe in der Mario Kart Folge vor kurzem erst, in der Mario Kart Wii Folge natürlich, mal so ein Thema angeschnitten mit einem Double Dash Projekt. Das ist bis jetzt noch nicht gekommen. Ich weiß, ich nehme es auch mir persönlich sehr übel. Aber ich bin halt einfach aktuell noch zu gar nichts gekommen. Also die letzten Wochen waren schon, ich sag mal, sehr turbulent. Vor allem dann gab es ja im Juli auch einiges an Streitigkeiten und so weiter und so fort. Auch das möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht weiter erläutern. Aber ja, hat zumindest zu einem Projektabbruch geführt. Und naja, ja, das hat mir ehrlich gesagt schon ein bisschen meinen Zeitplan durcheinander geworfen. Denn ich hatte schon so, ich sag mal, die ein oder andere Sache fest geplant gehabt. Und naja... Ich muss ja nicht unbedingt zu... Nein, du gehst bitte weg da. Der klaut mir nämlich ganz schnell mal kurz die Dinger. Die Lebenspunkte. Da hinten. Da hinten. Nein! Ja, da hinten ist er. Verdammt, Yoshi, ich brauch dich aber. Da komme ich ohne Yoshi gar nicht hin, oder? Ey, was ist das denn bitte für eine miese Stelle? Das wäre so ein Kandidat gewesen, jetzt durchs Plappern, dass ich den vergesse.
Aber ich habe ihn. Nein, aber ich habe dann relativ viele Freizeit bekommen auf einmal, weil ja eben dieses eine Projekt abgebrochen wurde. Ja, und ich wollte das halt gleich nicht direkt wieder verballern, sondern ich habe mir einfach gedacht, YOLO, ich lehne mich mal ein bisschen zurück, beziehungsweise mache ein bisschen was im privaten Bereich allgemein. Also, ja, ich sag mal so, für mein Wohl hat es mir sehr gut getan, aber an YouTube selbst hat sich jetzt in der Hinsicht nichts wirklich weiterentwickelt. Und wie gesagt, ich werde es hoffentlich demnächst mal schaffen, einfach diese Dinger zu schneiden, diese Folgen. Ich habe ja gesagt, dieses Double Dash Projekt, ich möchte es ein bisschen aufwendiger cutten, ne? Größter Fehler, dass ich das by the way gesagt habe. Ich bereue es jetzt schon. Aber ja, manchmal kommt es halt vor, ich will einfach cutten und ich weiß nicht warum. Vor allem, normalerweise mache ich das immer nur bei den Best-Offs. Denn das Einzige, was wirklich mit mir krass gecuttet sind, eben diese Dinger. Man sieht zum Beispiel bei Mario Kart Wii, da bin ich relativ lange gesessen, um die ganzen Szenen rauszusuchen. Ich habe bei der Wii auch noch so andere Best-Offs da gerade in der Pipeline, also Mario Party DS. Ich wollte es eigentlich schon so lange machen und so lange raushauen, aber dann ist halt eben Bundesheer gekommen und ich habe es halt nicht mehr geschafft. Bei Mario Party DS war noch vor meinem Einrücken in die Wehrpflicht, also das Projekt ist glaube ich auch schon wieder 4 Monate oder so her. Und für mich ist es by the way krass, dass 4 Monate so schnell vergehen. Allgemein, es gibt so viele Projekte, die ich in letzter Zeit gemacht habe, in den letzten Monaten, vielleicht auch Jahren, da wo einfach mal ein Best-of angebracht wäre. Vor allem, weil mir auch viel einfallen würde. Ich meine, Pokémon würde ich jetzt kein Best-of machen, weil so viel krasser Scheiß passiert da auch nicht, außer dass ich halt Bamelin als Feuer-Pokémon bezeichne und das war's dann meistens auch schon. Auch eine absolut legendäre Szene. Die aber erst dieses Jahr zum Insider richtig geworden ist, weil mir die laufend unter die Nase gerieben worden wurde. Und nee, ich nehme das nicht übel, by the way, denn ganz ehrlich, irgendwie lieben wir es doch alle, wenn wir Insider haben. Ja, moin, mein Würfelglück heute auch wieder parat. Perfekt. Was musste ich hier eigentlich nochmal machen? Ich glaube, Gegner klatschen, oder? Hä, oder? Ja, sicher, okay, da wird noch einer drin sein, oder? Achso, nee, da ist der Sternring drin, ja gut. Von mir aus. So, und ich würde sagen, an der Stelle passe ich jetzt einfach mal wieder ein bisschen besser auf. Denn hier könnte jetzt relativ schnell der Grünstern kommen. Ich glaube sogar, dass das echt ein guter Hotspot ist, um irgendwie so ein Ding zu verstecken. Aber wo? An der Spitze? Ich glaube schon. Gut, muss aber nicht sein. Ich muss halt aufpassen, dass ich nicht vorbeilatsche. Hä? Ach so. Stimmt ja. Hier sollte ich vielleicht nicht auf diese Teile drauf springen. Ich hatte gerade Mario Maker ein bisschen im Blut. Da kann man ja auf alle Stachelige mit Yoshi drauf springen. Ich weiß nicht, ich war gerade im falschen Spiel im Kopf. So, und jetzt ist... Ah, ich weiß halt nicht. Ich habe gerade Angst, dass ich den Grünstern verpennt habe. Okay, jetzt kommt noch ein ganz schön großer Planet. Das passt. Beim Herfliegen gerade nichts gesehen. Ey, bitte lass es nicht auf dem anderen Planeten gewesen sein. Ich würde mich so abgrundtief hassen. Nicht schon im ersten Part, bitte, Katner. Nee, bitte nicht. Jetzt laufe ich schon wieder in so ein Vieh rein. Aber jetzt ernsthaft, hä? Ich höre aber auch das Teil nirgendwo. Ey, nicht schon wieder. Och, komm. Das ist gerade echt Grund zur Aufregung. Ist der Yoshi jetzt nach oben? Ja, wahrscheinlich schon, aber der müsste jetzt despawnen. Ja, ist auch so. Ich hatte jetzt überlegt, dass ich vielleicht kurz noch hochgehe vorher, aber nee. Weil wenn ich dann oben bin und die spawnt mir mitten vor meinen Augen. Hehe, nee, danke. Ja, die vier lasse ich jetzt mal links liegen. Aber eigentlich muss ich sie abreißen, weil sie gehen mir auf die Nerven. Aber das mit der Zunge klappt halt nicht. So, diesmal nicht. Hallo Grünstern? Jetzt höre ich ihn! Ist der echt am Ziel irgendwo?
Der ist da oben! Ja, moin. Ey, ich habe schon die ganze Zeit Angst, dass ich ihn verpenne. Natürlich, das kann auch sein, dass er nach dem eigentlichen Stern ist. Ey, warum denke ich an sowas eigentlich nicht? Jedes Mal nur so, ja, kann im Abgrund sein, dass man stirbt, kann am Anfang sein, gleich direkt dahinter, aber am Ende dahinter, nee, da denke ich natürlich nicht dran. Klassischer Animado an der Stelle. Gut, also, die ersten 6 haben wir. Was ist denn die nächste Galaxie nochmal gewesen? Ich glaube, das war schon die erste Special-Ding, oder? Ja, genau. Schüttelklopp. Da sind sogar nur 2. Soll ich mir die heute echt noch antun, die Schüttelklopp? Oder eher die Wirbelbohrer? Ich würde sagen, eher die Wirbelbohrer, weil Schüttelklopp ist so eine Geschichte, da würde ich mir den ein oder anderen Fail zumuten. Deswegen, das ist perfekt, das für die neue Folge. Deswegen, Wirbelbohrer voraus. Jetzt habe ich gerade nicht hingeguckt, aber ich habe den ersten schon wieder gehört. Der muss gleich direkt wieder am Anfang oder so sein. Wait? Okay, sehen tue ich an der Stelle noch nichts, aber... Der war eindeutig hier irgendwo. Okay, das war schon mal falsch. Hä? Oder war das noch ein Planet weiter? Ich bin mir gerade unsicher. Ich fliege einfach mal weiter. Was kommt als nächstes? Das Teil hier. Ja, hier höre ich ihn. Wo ist er? Nee. Hier schon mal nirgendwo. Irgendwo auf der Seite? Der ist ja schon relativ laut zu hören. Hier nicht mehr. Okay, nee, der ist auf der Unterseite, hundertprozentig. Ich bohre mich mal auf die andere Seite. Ach, da oben! Da hat man es gesehen. Ja, aber wie soll ich da jetzt hochkommen? Ich glaube, ich muss mich ganz kurz mal von dem Gegner erwischen lassen, anders klappt das nicht. Komm bitte, bounce mich, danke. Notiert jetzt einfach rückwärts halte, oder? Ja. Er ist aber ganz schön weit oben. Mies. Ja, hab's. Perfekt. Das war schon der erste, etwas schwierigere. Vor allem, weil er auf so einem Geländer war. War das jetzt überhaupt der erste? Sicher ist sicher, schauen wir mal kurz. Ja, war der erste, perfekt. Also war am ersten Planeten doch nichts. Gut, ich würde sagen, das war jetzt der 7. Einen oder 2 machen wir jetzt sogar noch. Und dann würde ich sagen, ist es für heute sogar genug. Das heißt, ich breche gleich direkt in meinem ersten Part, mein Versprechen, dass ich 10 Grünsterne mache mindestens. Ja gut, es gab auch viel zu erzählen, muss man sagen. Vor allem mit den ganzen Cutscenes jetzt und so weiter und so fort. Deswegen, ja, beim nächsten Mal werden wir das auf alle Fälle einhalten. Ne? Keine Sorge, also den einen machen wir auf alle Fälle jetzt noch. Vor allem, da haben wir einen schönen Start mit 8 Grünsternen, das passt ja auch. Und es sind deutlich mehr, als wenn, wie mit den vorherigen Powersternen. Ich meine, ihr müsst euch das jetzt mal vorstellen. Stellt euch vor, die wären jetzt genauso schwierig versteckt, also versteckt, schwierig ist jetzt relativ, aber... ich meine damit, wenn es wirklich so eigene Missionen wären, so wie bei den normalen Powersternen, dass die Missionen teilweise auch 5-6 Minuten lang sind, dann würden wir wahrscheinlich nochmal das Doppelte an Parts benötigen, was wir bis jetzt hatten. Dann wären wir nämlich bei so 68 wahrscheinlich, und vor allem wäre das ja dann schwieriger wahrscheinlich auch noch wäre. What the fuck? Stell ich mir vor, so ein Mario Galaxy Projekt mit 70 Folgen. Ich meine, mit dem, was ich gemacht hätte bei Mario Galaxy 1 bei meinem Projekt, was, by the way, dringend ein Reloaded braucht. Da wäre das, glaube ich, da wären das, glaube ich, sogar, mit dem System wären das, glaube ich, sogar 70 Folgen mindestens hier geworden. Bin ich froh, dass ich das abgeschafft habe, dieses System mit unter 20 Minuten und so weiter und so fort. Ja gut, ich muss auch sagen, der
2016er bzw. 17er Skill mit Mario Galaxy, der ist ja sowieso nicht zu vergleichen mit meinem heutigen, also damals war es auch nicht da. Da habe ich schon sehr, sehr viel, ich sag mal, genug geschielt und whatever. Ist nicht zu vergleichen mit dem heutigen. So, hier höre ich jetzt nichts. Doch, ich höre was. Die Frage ist, wo? Ah, da oben hat es gefunkelt. Ja, das ist einfach da oben. Wait. Ach, über dem Abgrund, natürlich. Natürlich über den Abgrund. Ach komm. So, jetzt muss ich aufpassen. Nicht rein in den Sternenring, nicht rein in den Sternenring. Ich komme da aber nicht hoch. Okay, jetzt habe ich's. Alter, was war das denn schon wieder? Jetzt musste ich halt echt Angst haben, dass ich in den scheiß Sternenring reinhüpfe. Und dann wäre ich weg gewesen auf einmal. Ah. Die Galaxie übertreibt für die erste Welt übertreibt die Galaxie schon ordentlich. Gerade. Ich will einen sanften Einstieg, aber nicht so einen. Aber hey, ohne Fehler rausgekommen. Na gut, Leute, dann was ist mit dem heutigen ersten Part. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Da geht's dann weiter mit den Grünsternen. Und ich glaube, das werden wir dann das erste Mal den Luigi machen lassen. Dass auch der was ein bisschen von den Grünsternen sehen wird. Ja, bis dahin. Ciao, ciao.